Guten Abend. Guten Abend, Leuwitline Töhira Ola. Nütjamt war der gute Nachtgeschicht von Tante Anna. Von dir will ich mit Hebräer 12, 15 begrüßen. Da steht das so. Sieht aber auf den Hut, dass schon von Jün der Gnut Gottes verpassen wird. Und dort nicht irgendwer von Jün, der ohne jeftige Wartel ausschlägt und viele verjeften wird. Tja, ich will euch mal fragen, der je Jieren in Gordon schaffen? Vielleicht der je noch mal mit der ganzen Familie in Gordon schaffen? Ja, dort ist eine mühsame Arbeit. Aber dort geht schon. Besonders wenn der Luther wird wissen wird. Und dann kann man dort verschiedene Aufplätzchen essen, nicht? Ja, kreuzen wir dort mit unserer Familie. Die dürfen auch jeden in Gordon schaffen. Und besonders am Ferien, wenn da alles gesagt wird, dann gehen die Kinder dort so schön dort zu schaffen. Jeder Kind, dort hat ein Bett getrennt. Ein Bett, dort essen stets die Eid, wo ein bisschen höher gemerkt ist, wo sie alles sagen können. Und so hat der Papa dem Gordon eingedeutet, dort jeder Kind sein Städtchen hat. Ja, ohne die Warteln rütreden, in Armhaken, der andere die wird gruben, der dritte dort wird saten, ja, sogar ein Mädchen, die Rüben sammeln, damit die da nicht ab einmal die Planten alle abeten würden. So eine Arbeit jetzt schon. Der Papa, der denkt, wie schön, dass meine Kinder so Jieren in Gordon schaffen. Als ich jung wird, dort ich dort auch so Jieren. Dort geht wirklich schön. Und der Helene, der hat auch ein Blumenbeet getrennt. Ja, die kleine Helene, der will auch was saaten. Und soll wohl lieber Blumen saaten, nicht Gemüse. Dann sieht die Mama, okay, Helene, du schreibst das kleine Beet und du kannst dir alles sagen, wo du willst. Aber wenn du willst, du Blumen planten und wenn du willst, dass der Schmuck blühen, dann musst du dort auch fein bearbeiten. Und dann dort Helene dort. Ja, sie so dort alle umgerufen mit einem kleinen Spudentchen. Und dann dort sie dort Häuten und Haken und ganz schmackig machen und weht machen. Und dann sieht die Mama, Helene, wenn du da Quäkenwarteln findest, dann musst du dich so ja sorgsam rüber treten, dass die kleinen und größeren Warteln alle da rüberkommen. Und dann musst du dich einen Holzstuhl nehmen, damit wir dich verbrennen. Es soll den Fuß wieder wachsen. Ja, der macht wie so weit weich, damit er nicht wieder wachsen wird. Und Helene, der wird auch ein bisschen Mut. So versucht, die größte Warteln da nach rüber zu tragen. Dort schauf dann auch unser Mutter. Aber die kleine Warteln, die Leute da alle Tag. Dort wird er viel zu viel Arbeit. Ja, sei dort nicht da nur sehen. Er kommt dort so ja langweilig her, wann sei er ganze Blumenbeet, soll ne die kleine Warteln aufsehen. Sei dacht, so ne kleine Warteln, die können doch schönen Schuden bringen. Und dann vergeht ne Tiet.
dann wird der Sommer da. Und wo denkt ihr, was bei der Helene in dort Blumenbeet? Jo, da wird alles voller Ankrüt. Dort Quäkerkrüt, dort hat dort ganz bewassen. So dort die Schmackblumen nicht mal Kraft haben, zu wassen. Jo, wenn sie nicht so viel Sand riechen. Dort Quäkerkrüt, dort soll ja pinig wassen. Und dann nahm die Mutter die Helene ohne Hand und ging mit Arne dort Blumenbeet. Und dann seht sie, tschüss mal Helene, im Faria hast du die größte Warteln von dort Quäkerkrüt rütgetrocken. Und wahrscheinlich hast du dann gedacht, die Kleine, die wollen schon in Schuden bringen. Aber tschüss mal, die Kleine Warteln, die sind alle groß geworden. Und nu haben die dein ganzes Blumenbeet verdorben. Das soll deine Liebe sein für dein ganzes Leben. Wolltest du mit unseren Horten es hat kreuzen? Wir dönen vielmal die größte Fehler der Rüter. Jo, wir dönen die größte Sünden bezahlen, aber die kleine Fehler und die kleine Sünden, die lud wieder doch. Und dann passiert ganz was Schlimmes. Die wussten du und die wurden immer geraten. Und dann habe ich wieder ganz viele Probleme. Du wein, Helene, mot wie Gott beten, dass er uns genug schenkt, damit wir alle unsere Fehler erkennen. Und nicht bloß die größten Fehler in Jesus bringen, auch die kleinen. Alles, damit dort Hort ganz rein kann sein und du nicht so viel Unkraut wissen kann. Ja, in der Bibel steht, das Sehnen und Trachten von dem menschlichen Hort ist von der Jugend an bei uns. So hat Gott mal zu Noah gesagt. Aber wenn wir die Warteln von der Bosheit rechtzeitig weichtönen, dann wird dort Luther viel leichter sein. Und dort, Tönja, werden wir uns von klein ablehren. Nun werden wir noch beten. Herr Jesus, jef mir sein Hort verdient es. Halt mir meine Fehler da alle Rüter zu dönen, ja ne die zu bringen. Du kannst dir alle verzeihen, du kannst mir helfen. Jef dort ekon ernstlich mein Hort reinigen, damit du nicht so viel Unkraut wirst, sondern damit du Glauben und Leib wissen kann. Kreuz es dein Hort. Amen. Det wird die Tönja Ondacht über das Buch, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, gute Nacht, schlobt Säuerscheu.